Bei einer Sitzung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, kam es am Donnerstag in Wien zu diesen Szenen. Als der russische OSZE-Delegierte Pjotr Tolstoi seine Rede hält, verlassen einige OSZE-Abgeordnete geschlossen den Saal. Eine Form des Protests gegen den russischen Krieg in der Ukraine. Auf den Protest reagiert der Russe schnippisch. Ich следим за тем, как отдельные члены парламентской ассамблеи ОБСЕ при постыдной поддержке ее председателя пытаются превратить некогда эффективный механизм межпарламентской дипломатии в инструмент тоталитарного навязывания лжи в отношении России и Беларуси. Кстати, мы очень рады, что неонацисты также выходят из зала. Спасибо, что очистите атмосферу. Bei der Wintersitzung der OSZE in der Wiener Hofburg verlassen auch weitere Mitglieder anderer Delegationen den Saal. Als einem anderen Russen das Wort erteilt wird, halten Mitglieder der Versammlung hinter dessen Rücken eine ukrainische Flagge hoch. Litauen und die Ukraine haben die OSZE-Wintersitzung 2023 boykottiert, da erstmals wieder russische und belarussische Delegationen eingeladen waren.